Hallo und herzlich willkommen zurück in unserem High Security Park. Ja, beim letzten Mal haben wir den Anfang gebaut und heute werden wir weiterbauen und hoffentlich unsere ersten Dinosaurier freilassen. Wir werden natürlich viele Hybriden machen, so viel kann ich schon mal verraten, aber ich denke mal, das war euch klar, weil das ist ja alles so ein bisschen Area 51 und forschungsmäßig hier in diesem Park. Und ich denke mal, ich werde heute mich erstmal auf die Pflanzenfresser so ein bisschen konzentrieren. Die sind halt nicht ganz so gefährlich. Und deswegen ein bisschen leichter umzusetzen, weil man dann nicht so Hochsicherheitszäune so... Also man muss schon Hochsicherheitszäune machen, aber nicht ganz so extrem. Ich denke mal, ich werde hier erstmal in diesen linken Bereich, werde ich erstmal gehen. Weil der Bereich ist hier ein bisschen größer. Den können wir dann später noch für die ganz großen Fleischfresser verwenden. Deswegen würde ich sagen, wir machen mal hier so ein bisschen klar Schiff. Machen mal ein bisschen den Wald weg. Und dann gucken wir weiter. Ich habe jetzt hier den Wald entfernt soweit und auch ein bisschen geglättet. Ich hoffe, das ist jetzt einigermaßen glatt. Wobei wir natürlich auch lieber auf diese Höhe hier gehen könnten, glaube ich. Weil hier kann ich die Bäume nicht entfernen. Hier ist halt der Rand der Karte. Und ich glaube, es wäre nicht verkehrt, wenn wir das nächste Gebäude oder das Ganze, was wir jetzt bauen werden, auf dieser Höhe machen. Den Übergang zu der Höhe kann man dann ja easy mit den Wegen machen. Man muss halt nur gucken, dass jetzt die Gebäude alle auf einer Höhe sind und sowas, weil sonst ist das immer problematisch mit dem Bauen. Deswegen muss ich mir natürlich immer so ein bisschen hier ein Grundgerüst schaffen, bevor ich etwas baue. Ich will auch nicht zu viel Platz verschwenden. Ich versuche natürlich hier in diesem High Security Park, ich habe zwar letztes Mal gesagt, dass ich hier auch mir Platz lasse und so, aber ich werde natürlich auch sehr kompakt bauen. Das ist halt nun mal in so einem Park so, ne? Ist halt alles eher zweckmäßig als schön, ne? Also es wird halt sehr viel Asphalt sein, sehr viele Wege, sehr viele Industriegebäude und so weiter. Da werde ich mich ziemlich austoben. Wir werden jetzt so einen kleinen Forschungsbereich bauen mit Entwicklungslabor, wo wir die ersten Dinos freilassen. Hier vorne in dieser Ecke irgendwo. Bin mir aber noch unsicher, wie ich das genau mache. Denke mal, ich werde das... Mach das, glaube ich. Ich hoffe, das reicht vom Platz. Wenn ich das so platziere. Ich platziere es mal einfach. Und dann werde ich gleich hier vor... Mach mal schon mal den Weg. Welche Wegfarbe habe ich an Gebäuden? Okay, das ist die dunkelgraue Farbe. Ziehe ich mal so ein Stück gerade, nur als Orientierung für mich. Am besten wäre es fast, wenn wir kurz warten, bis das Gebäude fertig ist. Und jetzt werde ich hier vorne bei dem Gebäude mal so einen Turm machen. Falls ich mich mal so ein bisschen verklicke oder so, seid mir nicht böse. Planet Zoo ist ja rausgekommen und ich spiele das momentan sehr, sehr viel. Deshalb bin ich gerade ein bisschen andere Steuerung gewöhnt. So, ich platziere den mal hier in dieser Ecke. Das sollte dann recht kompakt sein, weil ich möchte hier vorne noch was bauen, was mit dem Turm hier überwacht werden soll. Aber wir müssen den Turm gleich sowieso nochmal abreißen, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht, weil ich will natürlich den Weg hier möglichst nah ranbauen. Jetzt will ich... Mache ich mal kurz so als Hilfslinie. Man muss ja eigentlich bei JWE immer Hilfslinien setzen. So, das ist super. Weil wenn ich den jetzt... Oh, jetzt habe ich die Hilfslinie weggemacht. Das war keine Absicht. Ich wollte den Turm entfernen. Genau, jetzt kann ich nämlich mit Hilfe hiervon diesen Weg ganz bis zum Rand führen. Dann habe ich nämlich die richtige Höhe, dass hier genau ein Turm zwischenpasst eigentlich. Ich muss es so nah ran machen, dass ich noch einen Weg bauen kann. Das war auch zu nah. Das ist halt immer ein bisschen Friemelarbeit bei JWE, leider. Das ist ja in Planet Zoo hat man so viele Möglichkeiten. Das ist echt ein Traum. Also wenn ich jetzt hier weiter baue, würde nicht gehen. So, so ist perfekt. Okay. So wollte ich... Oh, jetzt fällt hier wieder die falschen Wege. Also das mit dem Entferntool ist halt auch ganz, ganz schlimm in JWE. Ist halt ungewohnt, wenn man das von Planet Zoo gewohnt ist, wobei das da auch nicht ideal ist. Den Turm. Irgendwie, was ist denn hier los mit meiner Maus? Ich klicke und dann springt die woanders hin und spackt rum. Was ist hier los? Irgendwas stimmt mit dem Spiel nicht. Entweder bilde ich mir das ein oder es stimmt halt wirklich nichts. Irgendwas nicht. So, jetzt muss ich den hier in die Lücke reinbekommen. So, super. Schon wieder. Ich weiß nicht, was das ist, Leute. Ich weiß nicht, ob ich mal eben mein JWE neu starten sollte oder nicht. Weil ich klicke eben wie immer ins Leere.
Keine Ahnung. Hatte ich, glaube ich, auch noch nie so. Ich mache jetzt mal hier die Schräge. Nehmen wir das Stück. Das können wir nicht entfernen. Egal, das kann, glaube ich, sogar bleiben. Wir werden hier nachher eh wahrscheinlich eine relativ große Wegfläche machen. Weil wir den Platz eh anderweitig nicht nutzen können. Zumindest hier an der Stelle. Machen wir erstmal die Wegfläche so. Okay. Das ist schon mal sehr nice. Hier können wir dann auch schon mal ein paar Erweiterungen reinmachen. Was haben wir denn hier? Brutstättenkapazität. Oh, die sieht ganz cool aus. Können wir hier ruhig öfter reinmachen. Da, ich habe schon wieder diesen Bug. Ich starte mal ganz kurz neu. So, da bin ich wieder. Ja, sollte jetzt wieder alles funktionieren. War ganz komisch. Meine Maus ist irgendwie immer von der Stelle weggesprungen, wo ich geklickt habe. Da, schon wieder. Ich klicke hier hin und die springt nach da oben. Oh mein Gott, was ist denn los? Stimmt was mit meiner Maus nicht? Das ist halt mir nicht böse, wenn ich mich hier ab und zu mal verklicke, aber ich kann das gerade nicht ändern. Also, Spiel neu starten hat irgendwie nichts gebracht. Ist aber eigentlich alles okay mit der Maus. Ja, da war es gerade schon wieder. Habt ihr das gesehen? Guck mal, ich bewege meine Maus nach links und klicke. Die bewegt sich immer wieder zur Bildschirmmitte. WTF. Ich habe jetzt mal PC neu gestartet. Ich hoffe, das hilft mal. Ah. Ich habe jetzt mal PC neu gestartet. Ich hoffe, das hilft. Keine Ahnung, was das für ein Bug war. Ganz, ganz komisch. Aber haben wir jetzt hoffentlich gefixt. Weil das ist wirklich ein bisschen behindernd beim Spielen. Ich baue mal hier den Weg weiter. Ich hoffe, ich bin hier nicht zu nah rangegangen. Ach, natürlich bin ich zu nah rangegangen. Ist halt immer echt schwer einzuschätzen. Man will halt so nah wie möglich ran, damit man keine Lücken hat. Aber irgendwie will man dann immer zu viel. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Hier vorne will ich nämlich auch noch was hinmachen eigentlich. Ich versuche jetzt mal mittig von dem Turm ungefähr abzugehen. Ungefähr so, ne? Mach mal... Jetzt habe ich es weggemacht. Mach mal Leertaste, muss ich drücken. So. Mach mal erstmal so lang. Wir müssen ja eigentlich noch ein Stückchen weitergehen. Müssen eigentlich ja so gehen. Ja, so müssen wir machen. Da müssen wir hier vorne natürlich logischerweise die Sachen noch verbinden. Das ist ja kein Problem. Sehr schön. Ihr wisst wahrscheinlich noch nicht, was ich vorhab. Aber das werdet ihr gleich sehen. Ich mache hier, glaube ich, zwei breit den Weg. Das hier. So, das sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus. Können wir sogar so machen. Das ist besser. Die Arbeiten mit dem Weg habe ich mich schon echt ganz gut gewöhnt bei JWE. Es klappt auch mittlerweile ziemlich gut, muss ich sagen. Da kann ich mich nicht beklagen. Wenn man sich immer schön seine Hilfslinien setzt und so, dann geht das voll. Ihr seht das ja, ich mache das ja auch immer. So, jetzt haben wir hier schon mal ein ziemlich schönes Wegstück. Und jetzt habe ich die mittlere Linie auch entfernt, ne? Das war ja gar keine Hilfslinie. Die wollte ich eigentlich beibehalten. Weil wir hier zwei Gehege hinmachen werden, glaube ich. Die Frage ist, trenne ich die nur mit einem so einem Weg? Ich glaube, da werde ich auch einen Doppelweg machen. Suchen wir das mal. Machen wir mal so. So ungefähr von der Breite. Das finde ich gut. Das sieht ja schon mal ziemlich gut aus. Und ja, dann ist die Frage, wie groß machen wir die Gehege? Also wir werden die auf jeden Fall mit einem Elektrozaun machen, aber so einen durchsichtigen, weil hier kommen Pflanzenfresser rein. Welche das sein werden, werdet ihr gleich sehen. Und warum die da reinkommen, werdet ihr auch gleich sehen. Ja, ich schaue mal eben, dass ich das gleichmäßig mache. So, 1, 2, 3 Striche, 4 Striche. Das halt auch nicht zu klein machen, aber auch nicht zu groß. Bis zum 5. Strich mache ich mal hier. So, das ist doch gut. 2, 3, 4 bis zum 5. So, jetzt müsste es ein gleichmäßiges Viereck ungefähr sein. Rastet auch alles perfekt ein. So soll es sein. Super. Und das Ganze wiederholen wir hier auf der anderen Seite. Hier sollte es einrasten und hier sollte es auch einrasten. Sehr, sehr gut. Okay. So soll es sein. So habe ich mir das vorgestellt. Und jetzt machen wir den Weg, glaube ich, noch einmal hier rum. Das war zu kurz. Ja, wir können echt immer lieber zu lang machen und dann kann man das im Nachhinein immer noch
sehr gut korrigieren. So. Ich glaube, ich lasse den auch einfach nur ein. Weiter. Hier muss ich auch nochmal den Weg abführen, parallel. So, dann können wir auch... Ne? Das Stück kann ich irgendwie nicht entfernen. Ja, dann ziehen wir halt hier den ganzen Weg neu. Macht ja nichts. So. Und perfekt. Hier könnten wir sogar dann nochmal versuchen, das Ganze so schräg zu machen. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Ja, das ist super. Hier lassen wir es dann auch einfach etwas breiter, würde ich fast sagen. Können ja hier hochgehen. Würde eigentlich gerne... Wir machen es wieder so. Wir machen wieder Trick 17 und entfernen dann im Nachhinein, damit es gerade ist. So, so passt es nämlich. Okay, das sieht doch schon ziemlich, ziemlich gut aus. Genau, wir haben jetzt hier zwei Gehege. Ich frage mich jetzt ja, ob wir in diese zwei Gehege noch Futterspender und Wasser unterkriegen. Ich finde es halt echt blöd, dass man bei JWE immer nur Wasser so platzieren kann, damit die trinken können, die Dinos. Und nicht... Oh nein, das ist nicht mal Wasserhöhe. Das ist natürlich jetzt ziemlich doof. Ich glaube, da muss ich dann nochmal... Entweder heben wir das an... Oder wir kriegen das so mit dem Wasser hin. Dass es dann bestimmte Höhen gibt, wo man kein Wasser bauen kann, ist halt auch echt problematisch immer, ne? Ihr seht ja, jetzt kriegen wir hier so Huggel rein. Die will ich eigentlich sehr ungern haben. So, die Gehege haben jetzt jeweils so ein kleines Wasserbecken. Ich hoffe, das reicht, dass dort Dinosaurier trinken können. Müsste aber eigentlich. Ja, die Bedingungen für die Dinos sollen natürlich extra schlecht sein. Unter Forschung leiden die Tiere ja immer. Und auf engstem Raum sind die und sowas. Und das soll... ja auch so ein bisschen dargestellt werden. Ich meine, wir haben eh wenig Platz auf dieser Insel, deswegen bietet sich das an. Hier haben wir jetzt schon mal zwei Gehege für unsere ersten beiden Dinos. Sollen wir die jetzt erstmal freilassen? Ich würde fast sagen, ja. Wie ich das hier später verbinden werde mit dem Weg, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Aber ich mache das jetzt einmal provisorisch. Ich mache mal so den Weg. Dann wissen wir, dass wir diesen Weg nochmal wieder entfernen, auf jeden Fall. Also diese beige Wegfarbe wird dann wieder entfernt. Ich brüte mal eben die beiden Dinos aus, die hier reinkommen. Die beiden Dinosaurier brüten jetzt und ich überlege nochmal hier ein Gebäude an die Ecke zu machen. Ich glaube, das hier könnte ganz cool aussehen, das Wissenschaftszentrum. Ich hoffe, das wird jetzt hier keine Probleme machen mit der Absenkung her. Ihr seht ja schon jetzt, das ist schon ein Teil im Rasen drin. Weil ich habe hier vorhin einfach übergeglättet als Lösung. Schauen wir doch mal. Das ist ein bisschen... Kugelig hier schon geworden, ne? Vielleicht sollten wir da nochmal überglätten, dann könnte das passen. Muss auch alles nicht immer ganz perfekt sein von der vom Geraden her. Ist halt ein bisschen doof, dass es keine Wasserhöhe war, die ich ausgesucht habe. Aber ich glaube, man sieht nichts mehr davon oder so gut wie nichts. Also ganz leicht sieht man das, aber das ist halb so wild. Ich bin mal gespannt, wie das Gebäude aussieht, wenn es fertig ist. Aber die Optik finde ich schon ganz cool, dass es ziemlich viel Asphalt ist, ziemlich viele Gebäude... Und so weiter und so fort. Hier wird natürlich dann auch noch später eine Baumreihe vor, damit man das ja vom Wasser nicht sieht, wenn man auf dem Schiff ist. Weil das soll ja immer noch so ein geheimer Park bleiben. Und ja, ich hoffe, das kriegen wir hin. Und ich verrate euch jetzt, welche zwei Dinos wir freilassen. Und dann könnt ihr euch sicherlich vorstellen, welcher Dino in das Gehege kommt, was dann hierhin kommt. Einmal ein Triceratops und ein Stegosaurus. Und welcher Dino das dann wohl sein könnte, der hier reinkommt, das könnt ihr sicherlich kombinieren. Aber ich würde sagen, wir lassen jetzt erstmal den Trizi frei. Beide im Standard-Skin. Der Forschungszwecken halber im Standard-Skin. Finde ich irgendwie passender. Ihr könnt natürlich auch für unsere Versuchskaninchen hier den Triceratops und den Stego, den wir gleich freilassen, wieder schöne Namensvorschläge in die Kommentare schreiben. Und gerne auch wieder für die Gebäude schöne Namensvorschläge, also passende Gebäudenamen am besten. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ich habe leider von der letzten Folge jetzt noch nicht die Kommentare gelesen. Werde ich aber noch nachholen. So, wir betäuben den mal eben hier. Aufgabe hinzufügen. Dann betäub ihn mal. Der kommt nämlich gleich hier in eins der beiden Gehege. Und der Stego, der ist noch dabei. Dann können wir auch mal eben selber betäuben. Finde ich eigentlich immer ganz unterhaltsam bei dem Spiel, muss ich sagen. Boah, nicht in den Wald rennen. Mach's mir jetzt nicht unnötig schwer, Junge. Alter, rennt halt komplett weg. Oha. Er will hier richtig eine Challenge für mich machen. Aber ich bin AWP-Sniper-Schütze von CSGO. Von mir entkommt niemand. Zack, sogar noch hinten in den Fuß getroffen.
Perfekt, da liegt er. Rutscht den Berg halb runter. So, nehmen wir ihn mal und packen ihn hier in dieses Gehege. Geht hoffentlich. Da war gerade ein Punkt. Wir kommen schon. Lieber Dino, geh da rein. So, perfekt. Ja, er sollte ja eigentlich überleben können. Wir können ja nochmal ganz kurz in die Sandkasteneinstellung schauen. Ich habe jetzt hier noch gar nicht reingeguckt. Aber eigentlich Schwierigkeitsgrad, Gesternzahl, alles gut. Grenzfutterstation. Das ist jetzt auch viel sortierter hier. Sozialfall und deaktiviert, deaktiviert. Kampfhäufigkeit keine. Alles aus. Perfekt. So soll es sein. Ja, Stego müsste jetzt gleich fertig sein. In der Zeit könnten wir nochmal uns das Gebäude hier angucken. Wie sieht das denn aus? Sieht eigentlich ziemlich cool aus, ne? Mit den Solarplatten hier, der Antenne und der Satellitenschüssel. Gefällt mir. Vielleicht könnte man den Weg nochmal hier so ein Stück weiterführen. Ich weiß ja nicht, wie nah man hier ran kann an das Gebäude. Das ist ja auch immer so ein bisschen random bei den Gebäuden. Mal. So, das sieht ganz gut aus. Ich würde gerne bis hier vorne gehen. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Machen wir vielleicht hier nochmal. Das sieht doch eigentlich ganz ordentlich aus. Ja, das gefällt mir. Jetzt müsste der Stego frei sein. Lassen wir ihn frei. Habe schon lange nicht mehr die Standard-Skins freigelassen. No. So süß bei denen. Ach, tolles Tier. Sieht aber auch cool aus mit den Wolken da im Hintergrund, ne? Also JWE ist schon ein schönes Spiel. Muss man, kann man nicht anders sagen. So, ne, das war falsch. Wir wollen natürlich ACU-Helikopter. Sollen wir eben kommen. Und da haben wir unser erstes Objekt. Oder Subjekt. Ne, Subjekt, ne? Subjekt der Begierde. Welches zur Forschungszwecken gebraucht wird. Ich hoffe, der kann trinken. Also hier ist dann der Turm, bei dem man, oder mit dem man die sehr gut studieren und beobachten kann. Das ist so der Gedanke hinter diesem Turm. Weil die Wissenschaftler setzen sich dann hier rein und beobachten die Dinos und studieren die und führen irgendwelche Tests und so weiter durch. Und hier ist dann nochmal das Mitarbeiter, also das Wissenschaftlergebäude, würde ich jetzt so sagen. Können die dann reingehen, ihre Forschung durchführen mit ihren Antennen und ja, Satellitenschüsseln und so. Finde ich eigentlich ziemlich passend. Sehr nice. So, wo ist er denn jetzt schon ganz hingelaufen? Ach, hier vorne auch. Okay. Scheint hier gut entkommen zu sein. Müssen wir auch hier einen passenden Ort finden. So, das ging ja relativ leicht. Ja, das nächste Gehege, das wird natürlich, ihr habt schon euch sicherlich denken können, für einen Stegoceratops sein. Da gehen wir mal ganz kurz gemeinsam in das... Genau, der Stegoceratops. Das ist dann ja die Kreuzung aus dem Stegosaurus und dem Triceratops. Und ja, genau. Der soll dann in das Gehege. Ziemlich passend, finde ich. Ich weiß, dass der Standard-Skin ziemlich gut aussieht von der... Oder? War das der Standard-Skin? Einer ist so ein goldener Skin. Den hätte ich eigentlich am liebsten. Wobei dieser Standard-Skin auch cool aussieht. Der goldene, welcher könnte das sein? Ich könnte mir vorstellen, dass das Steppe ist. Wollen wir es mal ausprobieren, ob es Steppe ist. Ja, nee. Ich glaube, wertemäßig... Obwohl doch, wir können die boosten. Dann können wir die vielleicht am Ende des Projekts nochmal gegeneinander antreten lassen oder so. Das wäre eigentlich ziemlich cool, ne? Würde ich feiern. Würdet ihr bestimmt auch feiern. Ja, boosten wir den mal ein bisschen von den Werten. Das sieht sehr gut aus. Oh mein Gott, der kriegt ja richtig Angriff. Der Dude. Ist ja nice. 126. Oh mein Gott. Es gibt wahrscheinlich auch noch bessere Sachen, die man auswählen könnte. Aber ich will jetzt einfach mal auf die Schnelle was aus. Verteidigung. Also der hat ja richtig krasse Werte, der Dino. 154 und 102 Verteidigung. Also das ist wirklich eine Kampfmaschine. Das dauert bestimmt jetzt ewig, bis der ausgebrütet wird. Aber lassen wir jetzt einfach mal nebenbei so ein bisschen laufen. So, wir haben jetzt unsere beiden Dinos hier drin. So sieht das Ganze aus. Ziemlich, ziemlich cool, wie ich finde. Hier vor würde ich dann noch eine schöne Baumreihe ziehen, glaube ich. Das ist ja alles ein bisschen
getarnt und versteckt ist. Ja, genau so. Ich habe jetzt hier schon mal ein bisschen den Wald entfernt und möchte jetzt mit euch das Gehege hier bauen. Das darf natürlich auch nicht zu groß und das muss eigentlich relativ gut überwacht werden, das Gehege. Und ich glaube, ich mache auch einen Doppelzaun da draus. Ich glaube, ich werde auf jeden Fall diesen hier machen, weil bei Hybriden, da muss man natürlich vorsichtig sein. Auch hier versuche ich wieder gleichmäßig zu arbeiten. Vierter Strich, fünfter Strich. Und ja, das Ganze soll natürlich nicht zu groß werden. So, fünfter Strich habe ich gemacht. Machen wir das hier auch. Bis zum fünften Strich. Machen wir hier einmal die volle Länge. Und hier einmal die volle Länge. Uff, wie mache ich das denn hier? Ich glaube, ich werde, dass hier hinten noch ein Weg lang gehen kann, werde ich das so machen. Hier könnten wir auf jeden Fall noch ein Stück weiter gehen. Dann einfach so zurück vielleicht. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Machen wir hier in der Mitte so einen Stützpfeiler hin. Dann haben wir hier nämlich... Ah, das war jetzt gar nicht so mittig. Aber gut, wir könnten hier auch ein Tor einfach reinmachen. Ja, warum nicht? Auf dieser Seite machen wir dann einfach das Tor hin. Okay, das sieht ziemlich gut aus. Wir müssen natürlich hier eine Schleuse eigentlich bauen, wenn wir hier einen Doppelzaun machen. Das heißt, wir können hier eigentlich gleich anfangen. Machen wir mal bis hier. Bis hier. Wir müssen das gleich eh wieder alles entfernen. So ein bisschen. Du weißt ja nicht das erste Mal, dass wir einen Doppelzaun bauen. Ich hoffe, das reicht von der Distanz. Ah, reicht's leider nicht. So, jetzt reicht's. Ich hoffe, ich habe es gut platziert. Man sieht es ganz schlecht wegen den Bäumen hier. Aber hier hinten können wir sogar noch ein paar Bäume wegnehmen. Weil da ist der Schutz durch die Bäume relativ gut. Also man sieht von hier unten nicht wirklich was. So soll es ja auch sein. Man muss halt auch echt aufpassen mit Bäumen entfernen. Weil ihr seht ja, ich könnte natürlich auch so eine kleine Lücke lassen, dass man hier was sieht. Aber nee, das wollen wir nicht. Es ist ja auch hier nur bei dem Tor so, dass das, dass der Zaun so weit entfernt ist. Wir machen jetzt natürlich hier vorne, machen wir keinen Elektrozaun. Dann machen wir diesen. Das hätte ich gar nicht machen müssen, das Stück kommt eh weg, ne? So, jetzt machen wir nämlich einmal hier drumherum einen Abstand. Und auch hier. Ich hoffe, das reicht jetzt hier. Uff, nee, das reicht natürlich nicht. Macht auch Sinn. Müssen wir einmal in der Mitte einen Zwischenpfeiler setzen. Passt ja hier irgendwie allgemein nicht, wenn ich das so mache. Müsste eigentlich... So müsste ich eigentlich machen, ne? Dann müsste es auch passen hier von den Abständen her. Genau. So müsste es passen. Hier hinten muss ich mir gleich mal überlegen, wie ich das mache. Entweder mache ich das so oder ich mache auch hier so ein Stück weg oder sowas. Das mache ich gleich. Gucken jetzt erstmal, dass wir hier den Doppelzaun einmal schön drumherum führen. Das werde ich aber bei jedem Hybridgehege, glaube ich, machen, einen Doppelzaun. Das ist, denke ich mal, ziemlich wichtig. Ja, hier passt es auch. Oh, hier ist es kritisch, aber passt auch. Sehr schön. So soll es sein. Hier machen wir den Zaun wieder so. Und so. Ich hoffe, das passt. Ah ne, hier ist sowieso noch ein Zwischenstück. Dann passt das ja. Okay. Jetzt müssen wir auch hier wieder die Mitte treffen. Genau. Und dann geht es hier nochmal um die Kurve. Und dann überlegen wir uns mal eben hier. Ich glaube, ich werde das hier auch ähnlich handhaben, einfach so. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Auch wenn das dann... Ja, super. So haben wir jetzt komplett einen Doppelzaun rum. So soll es sein. Das ist sehr sicher. Ein Schleusentor, Doppelzaun. Perfekt. Und der Dino ist schon soweit fertig. Den lassen wir jetzt auch frei.
ist leider nicht der Skin, den ich haben wollte. Schade, schade. Aber macht ja nichts. Also der Stegoceratops mit dem weiß ich ja nicht, was ich damit anfangen soll. Ne? Der sieht so abgespaced aus. Der hat einfach so krass lange Hörner und dann diese ganzen Stacheln und also der ist halt wirklich richtig hardcore, ne? Kein Wunder, dass der so gute Kampfwerte hat. Das ist halt eine richtige Kampfmaschine. Überall gepanzert, überall Stacheln. Dann die Stacheln gefühlt 2 Meter lang. Das ist schon insane. Ihr könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, wenn wir am Ende mal alle Hybriden gegeneinander kämpfen lassen oder so bei dem Projekt. So als kleiner Versuch oder sowas. Das wäre eigentlich ganz witzig, glaube ich. Aber ich glaube, das soll es jetzt für die heutige Folge gewesen sein. Beim nächsten Mal werden wir hier weiterbauen. Den Weg werden wir noch weiterführen. Dann werden wir hier noch Überwachung und alles einbauen und alles noch sicherer gestalten und so weiter und so fort. Falls euch die heutige Folge gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr gerne abonnieren. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, euer Dandy.